Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial heute über die Software Salome Mecha. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in Salome Mecha so eine Strömungsgeometrie mit Tetraederelementen vernetzen kann, wobei im Randbereich dieser Geometrie ein prismatischer Boundary Layer erzeugt werden soll. Ich möchte euch im ersten Teil dieses Videos nun zeigen, wie ich diese Geometrie in Salome Mecha modelliert habe. Hier wäre einmal die Geometrie zu sehen, das heißt das CAD-Modell. Und im zweiten Teil des Videos möchte ich Schritt für Schritt zeigen, wie ich dieses Netz inklusive Boundary Layer und einer Netzverfeinerung hier beim Übergang von dem schmalen auf das dickere Rohr erzeugt habe. Ich verwende in diesem Tutorial Salome Mecha for Windows von dieser Homepage hier, codeaster-windows.com. Und an dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei den Entwicklern von dieser Salome Mecha Version für Windows einmal bedanken. Und nun starte ich auch mit dem eigentlich Tutorial, indem ich dieses Projekt hier schließe. Ich sage hier Close without saving. Ich wähle ein neues Projekt in Salome Mecha über den Button New Document. Anschließend wechsle ich über in das Geometriemodul von Salome Mecha über den Button Geometry. Und dort angekommen aktiviere ich im ersten Schritt einmal über diesen Button hier meine Maus, um ordentlich im 3D-Raum navigieren zu können. Nun gehe ich auf New Entities, Basics und wähle hier den 2D Sketcher. Sketch wird nun auf der XY-Ebene angelegt. Ich klicke hier einmal dieses Koordinatensystem weg, damit ich den Zeichenbereich ordentlich sehe. Hier ist nun bei X 0 eingetragen und bei Y ebenfalls 0. Das wäre der erste Koordinatenursprung dieser Skizze. Im Preview ist dieser Punkt auch zu sehen. Und ich wähle diesen Punkt aus, indem ich hier auf Apply klicke. Der Punkt ist nun rot geworden. Im nächsten Schritt möchte ich um 800 Einheiten in die positive X-Richtung gehen. Im Preview wird mir diese Linie auch schon angezeigt. Ich sage hier Apply. Hier möchte ich nun einen tangential anschließenden Kreisbogen haben. Dafür wähle ich einen Kreisbogen hier aus. Tangential soll er anschließen, das ist hier ausgewählt. Ich möchte relativ arbeiten, um 200 Einheiten in die positive X-Richtung, 200, und um 100 Einheiten in die positive Y-Richtung. Im Preview sieht man schon den Kreisbogen und ich sage hier Apply. Nun möchte ich wiederum eine Gerade haben. Ich wähle hier eine Gerade aus. Ich möchte mit einer Richtung arbeiten, damit sie tangential anschließt, diese Gerade. Mit einer Länge von 100 Einheiten bin ich hier zufrieden. Ich sage Apply und verlasse dieses Sketcher-Menü. Damit ist mein Pfad auch schon fertig und nun möchte ich eine Scheibe einfügen, die ich später an diesem Pfad hier entlang sweepen kann. Für diese Scheibe gehe ich auf New Entity, Primitives und wähle hier eine Disk aus. Mein Koordinatensystem blende ich einmal wieder ein, damit ich mich schön orientieren kann. Diese Disk ist nun in der XY-Ebene eingefügt worden. Das passt mir nicht. Ich möchte die YZ-Ebene haben. Dementsprechend wähle ich hier die zweite Checkbox. Als Radius möchte ich 60 Einheiten haben und ich sage hier Apply and Close. Nun möchte ich diese Scheibe an diesem Pfad hier entlang sweepen. Dafür gehe ich auf New Entity, Generation und wähle hier Extrusion Along Path. Mein Base-Object, die Disk Number 1, ist eingetragen. Mein Pfadobjekt, das ist die eben erzeugte 2D-Skizze. Ich habe diese ausgewählt. Im Preview sieht man schon das Endergebnis. Damit bin ich auch zufrieden und ich sage hier Apply and Close. Nun möchte ich noch mein kleineres zweites Rohr einfügen, den zweiten Einlass. Diesen generiere ich über einen Primitive. Dafür gehe ich auf New Entity, Primitive und wähle hier einen einfachen Zylinder. Ich möchte diesen Zylinder etwas spezifizierter einfügen, als es hier im Preview schon zu sehen ist. Dementsprechend wähle ich hier die erste Checkbox. Der Basepoint von diesem Zylinder soll der Ursprung des 3D-Raums sein. Diesen klicke ich hier im Modellbaum an. Der Vektor, an dem dieser Zylinder ausgerichtet werden soll, das soll die Y-Achse sein und der Radius soll bei 30 Einheiten liegen. Mit einer Höhe von 300 Einheiten bin ich zufrieden und ich sage hier Apply and Close. Nun möchte ich diesen Zylinder, den ich eben erzeugt habe, noch an die richtige Stelle rücken. Dafür gehe ich hier auf Operation, Transformation und wähle hier Translation. Ich möchte ihn um 300 Einheiten in die positive X-Richtung verschieben. Diesen ersten Zylinder hier möchte ich beseitigen. Dementsprechend entferne ich hier den Haken bei Create a Copy und sage Apply and Close. Damit ist meine Geometrie schon fast fertig. Sie besteht momentan noch aus zwei unterschiedlichen Körpern. Diese möchte ich nun vereinigen. Dafür wähle ich sie hier im Modellbaum aus. Ich gehe auf Operation und wähle eine boolesche Operation und zwar eine Vereinigungsfunktion. Ich wähle hier Views. Die beiden zu vereinigenden Körper sind hier bei Selected Object schon eingetragen, da ich sie vorher hier im Modellbaum ausgewählt habe. Ich sage Apply and Close
und die beiden Körper wurden vereinigt und ich habe einen einzelnen Körper, den ich sauber vernetzen kann. Nun möchte ich beim Übergang von dem schmalen auf das breitere Rohr noch ein Fillet anfügen, das heißt eine Verrundung. Fuse Number 1 ist hier ausgewählt, das heißt mein Hauptobjekt. Ich gehe auf Operation und wähle hier Fillet in 3D. Es soll nicht an jeder verfügbaren Kante dieser Fillet Number 1 Geometrie eine Verrundung erzeugt werden, sondern nur an spezifizierten. Dementsprechend wähle ich hier die zweite Checkbox. Die Kanten, die ich verrunden möchte, das wäre hier diese hier. Diese ist nun hier eingetragen. Der Radius, den ich haben möchte, ist 10 Einheiten und ich sage hier Apply and Close. Damit ist meine Geometrie endgültig fertig modelliert und im nächsten Schritt möchte ich hier im Geometriemodul noch Flächengruppen erzeugen, die ich später als Referenz im Vernetzungsmodul noch einmal benötige. Fillet Number 1 ist hier ausgewählt, mein Hauptobjekt. Ich gehe auf New Entity und wähle hier Group und Create a Group. Ich möchte hier keine Vertexgruppen, also Punktgruppen erzeugen, auch keine Kantengruppen, sondern ich möchte Flächengruppen erzeugen. Dementsprechend selektiere ich die dritte Checkbox. Und ich möchte nun im ersten Schritt einmal sämtliche Flächen hier einfügen und eine Gruppe aus diesen Flächen erzeugen, wo kein Boundary Layer erzeugt werden soll. Kein Boundary Layer soll hier bei diesem Einlass sein. Ich halte die Shift-Taste gedrückt, um noch weitere Flächen selektieren zu können. Ebenfalls soll bei diesem zweiten Einlass kein Boundary Layer erzeugt werden und auch beim Auslass ist kein Boundary Layer notwendig. Ich selektiere diesen auch noch. Die Shift-Taste hatte ich immer gedrückt. Und ich füge über Add diese drei Flächen hier in dieses Menü ein. Als Name für diese Gruppe, damit ich sie auch wiederverwende, wähle ich hier No-Boundary und sage Apply. Weiterhin möchte ich noch eine Flächengruppe anlegen, wo später die Netzverfeinerung sein soll. Das ist diese Fläche hier. Ich sage hier Add. Die Fläche Nummer 13 ist hier nun eingefügt. Und als Name für diese Fläche vergebe ich Refine. Nun bin ich in diesem Create Group Dialog auch schon fertig und verlasse ihn über Apply and Close. Refine Fläche, die Kasse kann ich über das Auge wiederum ausblenden. Das Fillet Number 1, meine Hauptgeometrie, blende ich über das Auge wieder ein. Und ich wechsle über in das Vernetzungsmodul von Salome Mecha über den Button Mesh. Hier angekommen ist mein Bildschirm erst einmal komplett leer. Damit ich mich hier wieder ordentlich bewegen kann, aktiviere ich hier einmal diese Maus über Interaction Style Switch. Nun kann ich wieder wie gewohnt, wie in jedem CAD-Programm, hier in diesem Bildschirm navigieren. Und ich möchte nun ein Netz anlegen. Ich stelle sicher, dass meine Hauptgeometrie Fillet Number 1 hier im Modellbaum ausgewählt ist. Ich gehe auf Mesh und Create a Mesh. Der Name dieses Netzes ist nun automatisch Mesh Number 1. Meine Geometrie Fillet Number 1 ist hier schon eingefügt. Und hier ist nun bei Mesh Type ein Vorfilter, mit dem ich schon mal grob spezifizieren kann, welche Art von Netz ich erzeugen möchte. Ich möchte ein Tetraedernetz erzeugen. Wenn ich dieses hier auswähle, werden mir schon mal viele Möglichkeiten hier unten gar nicht mehr eingeblendet, die mich nur verwirren könnten. Und nun muss ich noch Schritt für Schritt meine 3D-Vernetzung, das heißt meine Volumenvernetzung, meine 2D-Vernetzung, das heißt meine Flächenvernetzung und meine 1D-Vernetzung, das heißt meine Kantenvernetzung, Stück für Stück spezifizieren. Ich befinde mich nun in dem Reiter 3D-Vernetzung. Ich gehe hier einmal auf Algorithmus und wähle hier NetGen in 3 Dimensionen. Also hier mit diesem Button werden automatisch die ganzen Kanten vernetzt, die ganzen Flächen und die ganzen Volumen. Wenn ich diesen nun auswähle, stelle ich jedoch fest, dass ich hier keine zusätzliche Hypothese mehr einfügen kann. Das heißt, ich könnte mit diesem Vernetzungsalgorithmus keinen Boundary Layer hier erzeugen. Das heißt, dieser Algorithmus funktioniert nicht. Ich probiere einmal NetGen in 3D nur in der Volumenvernetzung aus. Hier habe ich nun die Möglichkeit, bei Additional Hypothesis einen viskosen Layer, das heißt einen Boundary Layer, zu spezifizieren. Das heißt, ich kann momentan bloß NetGen in der Volumenvernetzung hier in der 3D-Vernetzung verwenden. Nun ist NetGen 3D ausgewählt. Ich möchte hier diese 3D-Vernetzung einmal weiter spezifizieren. Dafür klicke ich hier auf diesen Button. Ich wähle hier NetGen 3D-Parameter. Die maximale Elementgröße möchte ich einmal bei 10 Einheiten haben. Die minimale Elementgröße sagen wir bei 8 Einheiten. Fineness ist hier einmal auf moderat. Das ist für mich in Ordnung und ich sage hier OK. Noch einmal zu Local Sizes. Volumennetzverfeinerungen habe ich hier nicht vorgesehen. Dementsprechend trage ich hier nichts an. Nun bin ich in diesem Menü hier auch schon fertig und ich sage OK. Im nächsten Schritt möchte ich meine Flächenvernetzung eins ist noch nicht fertig und zwar mein Boundary Layer. Diesen muss ich hier noch spezifizieren. Ich wähle hier den Button Viscous Layer.
Die totale Dicke dieses Boundary Layers soll 10 Einheiten betragen. Weiterhin soll er aus 5 einzelnen Netzlagen bestehen. Dementsprechend trage ich hier 5 an. Und der Stretch-Faktor, das heißt, wie stark die Netzlagen in ihrer Dicke wachsen sollen, möchte ich hier einmal mit 1,3 wählen. Hier im 3D-Bereich könnte ich nun die ganzen Flächen selektieren, die mit einem Boundary Layer vernetzt werden sollen. Jedoch finde ich diese Auswahl hier etwas hakelig, dementsprechend mache ich das lieber über eine Flächengruppe und dafür habe ich diese Flächengruppe No Boundary Layer generiert im Geometriemodul von Salome Meca. Diese No Boundary Flächengruppe wähle ich nun einmal aus. Gehe hier, stelle sicher, dass hier die Checkbox Faces Without Boundary Layers aktiviert ist und gehe hier auf Add und diese drei Flächen werden hier eingefügt. Und im 3D-View sieht man auch, dass hier dieser Einlass und dieser Einlass weiß hinterlegt ist und ebenfalls hier dieser Auslass. Zuletzt, also diesen Bereich hier unten, habe ich abgearbeitet, welche Flächen sollen verwendet werden für einen Boundary Layer oder wo soll kein Boundary Layer sein. Bei denen habe ich die Flächen hier eingefügt. Diese drei Felder hier oben habe ich abgearbeitet. Nun gibt es hier noch verschiedene Extrusionsmethoden. Ich wähle immer Surface Offset and Smooth. Hier werden die Flächen oder die Zellen von der 2D-Vernetzung entlang der normalen der Geometrie extrudiert. Das fand ich eigentlich immer mit am schönsten. Diese hier unten funktionieren übrigens auch durchaus. Da muss man halt ein wenig rumprobieren, was am schönsten funktioniert. Dann sage ich hier einmal okay. NetGen 3D, diese habe ich alle abgearbeitet. Hier habe ich die maximalen Elementgrößen definiert. Das passt alles soweit und ich möchte mich nun der 2D-Vernetzung der Flächenvernetzung zuwenden. Ich bin nun im Reiter 2D-Vernetzung, Algorithmus. Hier habe ich mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wenn ich jetzt NetGen nur 2D wähle, müsste ich noch weiterhin, kann ich einmal machen, müsste ich auch noch hier diese 1D-Vernetzung spezifizieren. Das möchte ich jedoch nicht. Ich verwende hier lieber NetGen 1D, 2D. Denn wenn ich diesen verwende, kann ich in einem Menü direkt auch noch die Kantenvernetzung spezifizieren. Und wenn ich diesen hier auswähle, kann ich hier in den Reiter 1D-Vernetzung schon gar nicht mehr rein. Diesen habe ich nun ausgewählt, NetGen 1D, 2D. Ich gehe hier auf die Hypothese, NetGen 2D-Parameter. Die maximale Elementgröße hier soll, sagen wir einmal, 9 Einheiten sagen, minimale Elementgröße 6 Einheiten. Second Order ist hier bei Boundary Layern keine so gute Idee, dabei entstehen immer zerstörte Elemente, also das verwende ich nicht. Man kann ja auch nachträglich noch Second Order Elemente in ein Netz einfügen. Bei Fineness, moderat, das lasse ich einmal so. Und nun möchte ich in diesem Menü noch die Netzverfeinerung einfügen. Dafür gehe ich hier auf Local Sizes. Ich wähle hier die Refine-Fläche aus, die ich im Geometriemodul spezifiziert habe. Refine on a Face. Dieses füge ich nun hier ein. Ich habe hier drauf geklickt. Die maximale Elementgröße auf diesem Face soll einmal, sagen wir, 3 Einheiten betragen. Ich sage hier nun okay. Hier bin ich auch soweit fertig. Ich sage hier Apply and Close. Und nun kann ich mir mein Netz einmal berechnen lassen, um zu sehen, was nun dabei rauskommt. Dafür gehe ich hier auf Mesh. Ich sage hier Compute. Muss einen kleinen Augenblick warten, bis die Vernetzung durchgeführt ist. Es ging doch relativ schnell. Es ist keine Fehlermeldung gekommen. Das heißt, die Vernetzung ist sauber durchgelaufen. Hier kann man nun auch den Boundary Layer sehen. Hier bei diesem Eintrag Prismen. Es wurden 72.255 Prismen erzeugt. Weiterhin 46.018 Tetraeder. Ich sage hier einmal okay und möchte mir mein Netz genauer ansehen. Die Flächenvernetzung ist schon mal leidlich fein. Könnte man allerdings auch noch etwas feiner machen. Die Netzverfeinerung ist ebenfalls angekommen. Dieser Fillet hier ist sehr sauber abgebildet, auch wenn ich hier ein First-Order-Netz habe, wo ja die Geometriedarstellung in der Regel nicht so schön ist. Sehen wir uns einmal den Boundary Layer an. Auch dieser wurde sauber erzeugt. Der Stretch-Faktor von 1,3 hatte ich, glaube ich, hat sich deutlich ausgewirkt. Die erste Schicht ist deutlich schmaler als hier die letzte. Das heißt, ich habe hier einen recht ordentlichen Übergang zwischen dem letzten extrudierten Layer und den tetraedervernetzten Elementen. Schauen wir mal hier vorne noch drauf. Auch hier sieht es relativ schön aus. Und nun möchte ich noch einmal in das Netz hier hineinblicken. Dafür gehe ich hier auf das Kontextmenü. Ich wähle hier Clipping.
ein neues Clipping und zwar absolut. Ich möchte hier an der XY-Ebene entlang klippen. Ich sage hier einmal Auto Apply, schiebe dieses Fenster auf die Seite und kann nun in diesen Körper in dieses Netz hineinziehen. Wie man sehen kann, auch hier läuft der Boundary Layer überall wunderbar rum. Das ist sehr schön geworden. Allerdings, Hand aufs Herz, für eine CFD-Analyse ist dieses Netz hier mit einer relativ groben Volumenvernetzung, weiß Gott, noch nicht geeignet. Das heißt, hier möchte ich noch einmal nacharbeiten. Ich sage hier, wähle dieses Netz aus, sage Delete, Apply and Close und das Clipping ist wiederum beendet. Und ich möchte nun diese Netzeinstellungen noch einmal bearbeiten. Dafür stelle ich sicher, dass hier Mesh Number 1 ausgewählt ist. Ich gehe hier auf Mesh und sage Edit Mesh, Submesh. NetGen Volumenvernetzung, das ist hier der erste Reiter. Diesen möchte ich noch einmal nachbearbeiten. Dafür gehe ich hier auf diesen Edit-Button. Ich sage hier, ich verwende hier einmal eine andere Fineness. Ich gehe hier mal auf Fine, sage hier OK, Apply and Close. Wie man im 3D-View sehen kann, wurde mir das ganze Volumen von diesem Netz schon ausgeblendet, denn das wird ja nun neu berechnet. Dagegen die Flächenvernetzung habe ich ja nicht weiter verändert, das heißt, diese ist erhalten geblieben. Nun lasse ich das Netz ein weiteres Mal berechnen über den Compute-Button. Das wird wiederum einen kleinen Augenblick dauern. Da die Flächenvernetzung jedoch schon passiert war, ist dieser Balken direkt auf einem höheren Niveau gestanden. Die Hälfte hat er schon noch. Ja, ging doch relativ schnell. Ist kein Fehler, keine Fehlermeldung. Ich wähle noch einmal Clipping. Hier. Absolut. XY-Ebene. Na, XY-Ebene. Auto-Apply. Und man sieht, ein klein wenig wurde es verfeinert hier, das Volumen, aber hier müsste man noch deutlich nacharbeiten. Das möchte ich nun in diesem Tutorial nicht mehr machen, da ich das Wesentliche gezeigt habe, wie man einen Boundary Layer bei einer Tetraedervernetzung in Salome Meca erzeugen kann. Bei denen habe ich noch eine Detailvernetzung hier gezeigt und ich würde mich freuen, wenn ich nun mit diesem kleinen Video hier dem einen oder anderen in der Benutzung von Salome Meca weitergeholfen habe. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.